Hallo, heute habe ich für euch einen saftigen, spritzigen Zitronenkuchen, der einfach in Handumdrehen zubereitet ist und der unter den Backklassikern einfach nicht wegzudenken ist. Lasst uns loslegen. Zunächst wird die Schale der Zitronen abgerieben. Wir benötigen zwar 2 bis 3 Teelöffel Zitronenabrieb, aber ich habe die Schale von allen Zitronen abgerieben, die ich nachher auspressen werde, denn es wäre ja schade, die Schale wegzuschmeißen. Das, was zu viel ist, kann man ganz gut nämlich auch einfrieren und später für ein anderes Rezept verwenden. Die Zitronenschale geben wir zur Seite und pressen anschließend den Saft der Zitronen aus, bis wir 200 ml Zitronensaft erhalten. Ich habe, um diese Menge zu erreichen, insgesamt 4 Zitronen benötigt. Je nach Größe und Qualität der Zitronen kann dies aber variieren. Jetzt nehmen wir unsere Backform und befetten sie mit Backtrennspray oder Butter und bemehlen sie anschließend, damit der Kuchen später nicht an der Backform klebt. Ich habe hier eine Kastenform gewählt mit ungefähr 1,25 Liter Volumen. Man kann auch eine andere Backform mit ungefähr dem gleichen Volumen verwenden. Den Backofen heizen wir auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor und kümmern uns dann um den Rührteig. Dafür geben wir die zimmerwarme Butter in die Rührschüssel und schlagen diese mit dem Zucker und dem Salz mehrere Minuten cremig, bis die Butter deutlich heller wird. Danach geben wir den Vanilleextrakt dazu und im Anschluss peu à peu auch die Eier. Wenn die Eier komplett untergerührt sind, könnt ihr den Kuchen auch an dieser Stelle etwas weiter verfeinern, indem ihr zum Beispiel etwas Mohn dazu gibt oder Lavendel. So überrascht der Kuchen nicht nur mit Geschmack, sondern auch mit der Optik. Ich habe den Kuchen diesmal ganz einfach gelassen, um den Zitronengeschmack im Vordergrund zu behalten und habe hier nur noch Zitronenabrieb dazu gegeben. Jetzt vermischen wir die trockenen Zutaten, das heißt die Speisestärke mit dem Mehl und dem Backpulver und sieben diese in die Butter-Ei-Mischung. Nachdem alles sorgfältig untergehoben ist, kann der Teig auch schon in unsere zuvor vorbereitete Backform gegossen und so gut es geht glatt gestrichen werden. Danach kann der Kuchen in den vorgeheizten Backofen für etwa 45 Minuten. Macht auf jeden Fall nachher eine Stäbchenprobe, um sicher zu sein, dass der Kuchen auch durch ist. Während der Kuchen im Backofen backt, vermischen wir unseren ausgepressten Zitronensaft mit etwas Zucker und lassen das Gemisch ca. 5 Minuten köcheln. Damit der Kuchen pur nach Zitrone schmeckt, wird er nämlich mit diesem Zitronensirup getränkt und wird dadurch zusätzlich auch noch super saftig. Bevor wir den Kuchen mit dem Sirup tränken, lassen wir ihn kurz abkühlen und stürzen ihn dann aus der Form, um sicherzugehen, dass er nicht an der Backform klebt. Dann kann er zum Tränken wieder in die Backform gesetzt werden. Damit sich der Kuchen besser mit Sirup vollsaugen kann, stechen wir ihn mehrmals mit einem Holzspieß ein und gießen den Sirup gleichmäßig über den Kuchen. Anschließend lassen wir den Kuchen komplett auskühlen und durchtränken. Ihr könnt den Kuchen auch einen Tag vorher zubereiten und ihn bis zum nächsten Tag abgedeckt komplett durchziehen lassen, so schmeckt er noch saftiger. Der Kuchen schmeckt mit dem Zitronenabrieb im Teig und dem Sirup eigentlich schon sehr aromatisch. Wenn ihr dem Zitronengeschmack aber noch eins draufsetzen möchtet, könnt ihr noch eine Zuckerglasur mit Zitronensaft herstellen und über den Kuchen gießen. So lässt sich der Kuchen auch variabler dekorieren und schöner in Szene setzen. Die Dicke der Zuckerglasur könnt ihr selbst bestimmen. Wenn ihr eine dickere Schicht Glasur mögt, gebt ihr einfach weniger Zitronensaft in den Puderzucker hinein und streicht den Guss mit einer kleinen Palette oder einem Löffel auf den Kuchen. Schmücken könnt ihr den Kuchen nach Lust und Laune, zum Beispiel mit runden oder dreieckig zugeschnittenen Zitronenscheiben. Oder Zutaten, die ihr zum Beispiel zusätzlich im Teig verarbeitet habt, wie verschiedene Nusssorten oder Kräuter.
Als kleinen Tipp am Rande kann ich euch noch sagen, dass der Kuchen kalt aus dem Kühlschrank besonders erfrischend schmeckt. Probiert das Rezept gerne mal aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!